Auf zwei Ebenen können Sie oder Schulklassen, ganze Schulklassen mit Unterstützung von Ausbildern aus der Metall- und Elektrobranche die vielfältige duale Berufsausbildung kennenlernen. Der Infotruck, habe ich mir sagen lassen, ist dann nicht nur hier heute, sondern zieht durch die Lande, durch Frankfurt, aber auch darüber hinaus. Und ich wünsche viel Erfolg natürlich vor allem den Jugendlichen, dass sie hier die Chancen auch ergreifen und dann auch stolze Arbeitsplatzbesitzer dann werden. Diejenigen, die dann auch andere wieder zeigen können, wie es angefangen hat. Vielleicht war das dann in diesem Infotruck. Für uns ist es ganz besonders wichtig, die Elektroberufe ja bekannt zu machen und zu promoten, weil sich unglaubliche berufliche Entwicklungschancen dahinter verbergen. Man kann im Service arbeiten, sehr kundenorientiert unterwegs sein, moderne Technologie beherrschen und man kann sich weiterentwickeln. Man kann zur Meisterschule gehen, zur Technikerschule, man kann ein Ingenieurstudium machen und wir haben sogar einen ehemaligen Auszubildenden, der mittlerweile promoviert. Wir haben im Moment ein besonderes Projekt gestartet. Unser Vorstand hat uns ermöglicht, bis zu 30 Asylsuchenden, Flüchtlingen eine Berufsorientierung oder auch eine Ausbildung zu ermöglichen. Und wir hoffen natürlich, dass wir den Infotruck dafür nutzen können, das in der Berufsorientierung mit einfließen zu lassen. Also wenn man reingeht, man denkt, es ist klein und langweilig, aber wenn man erstmal drin ist und alles mal ausprobiert hat, merkt man schon, es macht Spaß. Man lernt den Beruf schön und spielerisch kennen und es wird einem alles erklärt, wenn man Hilfe braucht.